Hallo, hier ist wieder Jonathan, der Matrix-Blogger. Heute geht es um Traumcharaktere bzw. Traumpersönlichkeiten, Traumhologramme und projizierte Traumpersönlichkeiten. Wenn du in einem Traum bist, triffst du immer wieder auf andere Personen. Andere Traumcharaktere sind beispielsweise sämtliche Personen, die du in Träumen triffst. Triffst du zum Beispiel auf Traumhologramme, dann sind das einfach nur Traumpersönlichkeiten, die für den Traum als Staffage um dich herum platziert werden, so wie in einem Café eben die Kellner und die anderen Gäste. Also Traumhologramme sind die Persönlichkeiten, mit denen du persönlich überhaupt nichts zu tun hast. Traumprojektionen wären dann vielleicht Freunde, Bekannte, Verwandte. Und dann gibt es natürlich auch Traumcharaktere, die von außerhalb in deinen Traum eindringen. Das können Mentoren sein oder auch Persönlichkeiten, die eben eine eigenständige Intelligenz haben. Die sind natürlich autonom und haben auch ihre eigene Intelligenz, und die haben natürlich manchmal auch ein Interesse daran, Kontakt zu dir aufzunehmen, sonst würden sie ja nicht in deinen Traum eindringen. Wie kannst du also innerhalb eines luziden Traumes feststellen, wer jetzt einfach nur Traumhologramm ist oder eine Traumprojektion? Oder ein Traumwanderer, das heißt ein Träumer, der von außen in deinen Traum eingedrungen ist. Ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man es weiß. Du konzentrierst dich, legst die Hände aneinander und dann konzentrierst du dich darauf, dass die ganzen Personen um dich herum einfrieren. Sozusagen stehen bleiben und sich nicht mehr bewegen können. Alle Traumhologramme, die sozusagen nur zur Bühnenausstattung gehören, zur Ergänzung des Traumschauspiels, die würden dann einfrieren. Wer sich dann auch normal bewegen kann, ist ein Träumer, der von außen in deinen Traum eingedrungen ist. Du siehst, es ist gar nicht so schwer.
einfach mal zu versuchen, die ganzen Traumcharaktere innerhalb des Traumes um dich herum sozusagen kategorisieren zu können durch diesen Akt. Der Vorteil dabei ist, dann weißt du auch, mit wem du Kontakt aufnehmen kannst, wen du heranziehen kannst, um beispielsweise dem Fragen zu stellen zu deiner Persönlichkeit, zum Träumen und vielleicht auch noch andere Fragen, die dich interessieren, zur Bewusstseinserweiterung oder Fragen, die eben deinen Alltag betreffen. Diese Späher zeigen dir also andere Realitäten, die können dich sogar in Realitäten mitnehmen, die objektiv existieren. Das heißt, sie sind keine subjektiven Träume einer Persönlichkeit bzw. alternative Realitätssysteme deiner selbst, sondern eine objektiv existente Realität. Man könnte sagen, es sind Realitäten, die mehrere Träumer unabhängig voneinander gleich beschreiben würden. So wie auch die Erde, beziehungsweise die Realität, die wir Alltagsrealität nennen. Es gibt aber auch Traumwanderer, ich bin zum Beispiel auch so einer, der in die Träume anderer Menschen eindringen kann, der noch physisch in 3D existiert, beziehungsweise inkarniert ist. Das können nicht so viele, das sind vielleicht 20% der Träumer, die zu sowas in der Lage sind. Ist aber jetzt so eine Schätzung von mir, können auch 30 sein, können auch 5% sein. Aber ich vermute mal so, jeder Fünfte hat das drauf. Ich denke auch, dass man das lernen kann. Ich für meinen Teil musste es zum Teil lernen. Aber es kann auch sein, dass ich schon immer ein Traumwanderer war und es mir nur dann bewusst gemacht habe. Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Traumwanderer erkennt man auch daran, dass die plötzlich in deinem Traum auftauchen. Meist mit viel Gebrutzel und Gezische und halt, ist das ein sehr energetisches Phänomen, das dann auftaucht, das kann so 1 bis 5 Sekunden oder 10 Sekunden anhalten, ist sehr intensiv, wenn man Zeuge ist, wie ein Traumwanderer in deinen Traum eindringt. Die normalen Traumcharaktere bzw. Traumhologramme, die machen das nicht so, die sind einfach plopp da, ganz einfach. Und haben da nicht so ein Spektakel, wenn sie in deinen Traum kommen, beziehungsweise wenn sie innerhalb deines Traumes aufgebaut werden. Traumcharaktere sind also zu Staffeln in Traumprojektionen, das heißt Freunde und Verwandte, Traumhologramme, die einfach nur so zur Bühne gehören, um die Bühne zu füllen, wie im Café zum Beispiel, das ganze Publikum und die Kellner und so weiter. Und natürlich die Traumwanderer, beziehungsweise die Mentoren, dein Traumlehrer oder so. Oder eben jemand, der luzid träumen kann und es irgendwie rausbekommen hat, wie er in deinen Traum eindringen kann. Auch zu den Traumwanderern gehören sogenannte Späher. Die Späher sind halt elektrische Persönlichkeiten, aber meist Tiere oder Gegenstände, die brutzeln die ganze Zeit, haben energetisches Feld, das ständig aktiv ist und die können auch in deinen Träumen auftauchen. Wenn du die erkennst, musst du denen einfach folgen und dann kommst du in eine andere Realität. Sind sozusagen Realitätsweiser. Ich hoffe, ich konnte dir heute wieder was beibringen zu Traumcharaktere. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Alles Gute, der Matrix-Blogger.